Das Rauschen des Getreides und das Quieken von den Schweinen. Das Muhen der Kühe von den Großen und den Kleinen. Manchmal kannst du vermuten, was ein Tier damit sagt. Und sonst ist einfach Kreativität gefragt. Dich stört der Lärm der Traktoren, dann pass jetzt mal auf und öffne deine Ohren. Ohne diese großen Teile würde es dir schlecht gehen, denn du müsstest deine Brötchen ab sofort selber sehen. Du denkst über Bauern, was für ein Scheiß, was für ein Mist, aber überleg dir mal, was du da gerade isst. Wo das herkommt, bevor es auf dem Teller lag, wie viel Arbeit steckt in diesem Becher Quark. Manchmal lohnt es dich, mal ein bisschen zu denken und diesen Menschen, die du Bauern nennst, Respekt zu schenken, die deine Nahrung produzieren und es echt verdient haben, dass du jetzt mal aufhörst, nur über sie zu klagen. Bauer, 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 immer im Gehör. Er ist Bauer, Landwirt oder auch Agraringenieur. The Rhythm of Nature. Wenn du nicht drauf hörst, kommst du aus dem Takt. The Rhythm of Nature. Allein das Wetter entscheidet, was klappt. The Sound of Nature. The Sound of Nature. Die Natur geht vor, hör ihr einfach zu. Erzähl mal, was hörst du? Nun folge mir mal, ich zeig dir andere Facetten aus der Landwirtschaft. Vielleicht ist noch was zu retten. Kennst du überhaupt dieses Leben auf dem Hof? Kennst nur die Fernsehbauern? Denkst du wirklich, alle sind so doof? In Wirklichkeit sieht das alles anders aus. Komm doch endlich mal aus der Klischeewelt raus. Mach dir doch mal selbst ein Bild von diesem Leben auf dem Land und überzeuge dich, denn ist es wirklich interessant. Bauer, 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 immer im Gehör. Er ist Bauer, Landwirt oder auch Agraringenieur. The Rhythm of Nature. Wenn du nicht drauf hörst, kommst du aus dem Takt. The Rhythm of Nature. Allein das Wetter entscheidet, was klappt. The Sound of Nature. The Sound of Nature. Die Natur geht vor, hör ihr einfach zu. Erzähl mal, was hörst du?